Auf Schalke ist immer was geboten. Ruhige Zeiten erlebt der Traditionsverein aus dem Ruhrpott selten. Drei Trainer in zwei Jahren, der Ärger um die Suspendierung von Kevin Prince Boateng, das Hickhack um die mittlerweile geklärte Nachfolge von Manager Horst Held. Alles Nebenschauplätze, die vom eigentlichen Ziel ablenken, dem sportlichen Erfolg. Wir wollen noch die bestmögliche Platzierung erreichen. Ja, aber ob es dann letztendlich nachher realistisch ist oder umsetzbar ist, ja, das ist schwierig. Genau das soll sich in Zukunft aber ändern. Und zwar durch ihn, Christian Heidel. Der scheidende sportliche Leiter des FSV Mainz 05 wird ab Sommer die Geschicke auf Schalke leiten. Doch der 52-Jährige bereitet sich im Hintergrund jetzt schon darauf vor, dass in Zukunft bei Königsblau alles besser läuft. Das gibt er offen zu. Wenn ich jetzt behaupten würde, also mich interessiert jetzt bis zum 15. Mai überhaupt nicht, was in Schalke passiert, das wird mir doch eh keiner glauben. Es ist nicht verboten, dass wir uns zwischendrin vielleicht nochmal austauschen über gewisse Dinge. Alles andere wäre auch Quatsch. Damit in den kommenden vier Jahren auf Schalke weniger neben und dafür mehr auf dem Platz passiert, dafür soll Heidel nun sorgen. Ich freue mich auch auf eine neue Herausforderung. Und diese wird es in sich haben.